Was auch immer. Wie sind wir? Die Opferos. Lol. Das ist irgendwo fast unmöglich. Außer eine Möglichkeit gibt's noch. War noch Gewitter danach anschließend. Mann, wie ich hier schon ungefähr gerade. Da habe ich mal jetzt fast eine Folge damit verschwende, so gesehen, nur Orks zu töten. Aber die Orks, die gehen ja hier auch ziemlich ihrem Weg um und auf den Piss, also. Na, Alter! Die wollen mich verarschen. Gleich keinen Bock mehr. Beende ich das Spiel. Dann werdet ihr eventuell für morgen keine Folge vielleicht haben oder so, wenn ich jetzt beende. Wieso sind meine Frames so niedrig gewesen? Entweder hat mein Zukunftsbild gewechselt. Lol. Okay, ich mach das jetzt einfach so. Ganz einfach, ich mach das so. Ich renne da mit Feuerregen rein und dann renne ich jetzt in den Baumstumpf und stell mich da drauf, heile mich dann noch und dann mache ich nochmal Gewitter. Ich müsste die Eliten eigentlich töten. Hallo, ihr Orks, die auf einen Haufen gebrüllt haben. So. Juhu, lauter tote Ork-Krieger. Naja, so viele waren es auch nicht. Aber lol, ein Ork-Elite hat es nicht überstanden. Bin ich ja eigentlich ganz lol. Nicht zu holen. Ich will in der Aufnahme wenigstens noch nichts zu plündern. Den Sumpfdrachen töten. Da ist nichts zu holen. Thank you.
Davor dachte ich schon, ich wäre jetzt tot. Alter. Ich hätte sowas von rumgeschrien, ja. Also. Bin ich jetzt gestorben. Hätte ich so rumgeflamed, dass. Größeres Geflame gäbe es gar nicht mehr. Aber man könnte gar nicht mehr größer flamen, wäre ich jetzt gestorben. Und da müsste ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber ein Glück, dass ich nicht gestorben bin. Da ist ein schneller Hering. Sieht gefährlich aus. Da sitzen schon zwei Jungs. Ich weiß auch genau, wer das ist. Aber ihr nicht. Aber zuerst gehen wir erstmal zu Markus. Mal gucken, ob er seine Verstärkung bekommen hat. Ja, Alter. Und Engrom. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Mal wieder einfach dann hier die zwei Ritter so gesehen spawnen. Rod und Cypher. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rod ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen hier, oder? Lass uns zusammen reingehen. Rod, so ein Feigling. Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Ich will noch mit Rod reden. Was ist los mit dir? Ah, diese Stiefel, diese verdammten Stiefel! Was ist los mit dir? Ah, diese Stiefel, diese verdammten Stiefel! Lol. Meistens startet man dann Dialog mit ihm. Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's! Aber naja, vielleicht kann uns ja danach, nachdem der Drache tot ist. Hier hinter der nächsten Biegung beginnt der Sumpf. Ich schlage vor, wir gehen hier weiter gerade durch. Du kannst aber auch den Gang da drüben checken, damit uns keins von den Viechern in den Rücken fällt. Was ist dir lieber? Verlieren wir keine Zeit. Ich check den Gang drüben. Und die laufen dahin. Und da sind zwei Viecher. Echsenmenschen. Die haben schon das erste Vieh erwischt. Weil ich kriege hier auch Erfahrung, weil ich hier mit denen gemeinsam bin. So Gruppen-EP. Nennt man das. So, jetzt muss ich aber mal ein paar Heiltränke reinpfeifen. Und dann sind wieder Sumpfgasdrohnen. Oh, das ist ein toter Drachenjäger. Die sind ohne... also wenn man hier das On hat, sind die nicht da. Und die Sumpfhaie sind... kommen hier auch zum ersten und zum letzten Mal vor. Also wenn man jetzt nicht das On da hat. Also wenn man nicht ist, ich ist, der hier natürlich alles kauft. Oh, my God.
Wenn wir dir 3 Jahre gebraucht haben. Ich kann das Vieh schon hören. Wir müssen vorsichtig die vor und sie nach, ob wir angreifen. Coole Musik. Was ist los? Ach, dieser Stiefel, die... Ich hab immer mit den Stiefeln. Ich finde diese Musik echt so episch. Die gerade gekommen ist, oder dieses... Speichern. Dann gehen wir mal zum Drachen. Pandodor. Wehe dir, wenn du noch einen Schritt näher kommst. Ah, das Auge Enos scheint zu funktionieren. Es kamen schon viele deiner Art. Ich habe sie alle hinweggefegt. Spar dir die Mühe. Du machst mir keine Angst mit deinen Sprüchen, du stinkende Ausgeburt der Hölle. Sag mir, was ich wissen will, oder ich werde dich in deinem Blut ertrinken lassen. Du kleiner Wurm, wagst es mir zu drohen? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht gleich in 1000 Stücke zerfetze. Weil ich das Auge Ich bin ein Gesandter Enos und trage das geweihte Auge bei mir. Du hast keine Wahl. Du wirst dich meinem Willen beugen, oder ich werde dich vernichten. Sag, was du von mir willst. Wer bist du? Mein Name ist Pandrodor und du wärest gut beraten, wenn du wieder unter den Stein kriechst, unter dem du hervorgekrochen bist. Wo finde ich den Rest von euch widerlichen Kreaturen? Die Elemente, aus denen alles gemacht ist, halten diese Welt zusammen. Jedes Einzelne steht für die Fähigkeit, einen Teil der Welt zu kontrollieren. Suche nach den Elementen und du wirst die anderen finden. Was ich aber nicht verstehe, also die Elemente. Erde, Luft, Wasser, Feuer. Es gibt den Sumpfdrachen. Es gibt einen Eisdrachen. Eisdrache müsste für Wasser stehen. Für was steht er? Weil es müsste dann so gesehen noch so einen Erddrachen und einen Feuerdrachen geben. Der Feuerdrache, der ist wahrscheinlich den... Und das spoilere ich euch jetzt. Es gibt einen Feuerdrache, aber das ist klar. Weil in der Mitte ist so ein riesiger Vulkan. Was soll da wohl drin sein? Ein Feuerdrache. Das ist eigentlich, glaube ich, Losbrühe irgendwo. Ein Erddrachen, das werde ich jetzt nicht sagen. Ob es den gibt, weiß ich nicht. Für was er steht, weiß ich nicht. Vielleicht steht er für Luft. Aber genau kann ich das nicht sagen. Diener des Bösen, warum bist du hier erschienen? Bist du nur gekommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Der höhere Sinn unserer Zusammenkunft in dieser Welt, kleiner Mensch, wird dir verborgen bleiben. Aha. Was in Enos Namen muss ich tun, um euch wieder aus der Welt der Menschen zu verbannen? Bevor du handeln kannst, musst du erst den Sinn unserer Zusammenkunft verstehen. Doch wird dir niemand aus freien Stücken davon berichten. Allein das Auge könnte unsere Zungen lösen und dir unsere wahren Ziele offenbaren. Allerdings wird dir das nichts nützen, wenn du tot bist. Ach, man hat uns schon davon unterrichtet.
dass du den Weg des Drachenjägers gewählt hast. Also haben wir unsere Nachkommenschaft in eure Welt entsandt, um den Bestand unserer Ahnenreihe zu sichern. Du hast schon verloren, kleiner Mensch. Wie bringe ich die anderen Drachen zum Reden? Allein mein Herz könnte dir helfen, die Macht des Auges zu erneuern. Aber es wird dir nicht gelingen, mir das Herz zu entreißen. Die Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Ah, die anderen kommen jetzt zu Hilfe. Gott. Der Drache kann sich die Drachen können sich zudem noch regenerieren. Hat es uns Drachen. Verdammt. Ist er tot? Beruhige dich wieder. Es ist vorbei. Junge, war das ein Brocken. Warte mal. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Naja, so Kapital schlagen will ich nicht. Ich will eine bessere Rüstung. Fürs Erste. Zuerst müsste ich aber mal mit Talbin reden. Noch, weil hier Engrom tot ist. Jetzt werden wir mal den Drachenhort plündern. Schade, dass man hier so gesehen das ganze Gold nicht einsacken kann. Wahrscheinlich so viel Gold, wie ich mit mir rumschleppe. Naja. Zur Burg. Und ich werde Garon davon nicht berichten, weil wenn ich jetzt zwei Drachen getötet habe und es ihm sage, dann kriege ich keine XP mehr, weil die Drachenjagd so gesehen zu Ende ist. Das ist Bullshit. Vorher muss man wirklich alle vier Drachen töten. Damit du hier sagen konntest, alle Drachen sind tot. Aber jetzt muss man das wohl nicht mehr machen. Was ich eigentlich ziemlich schade finde. So, dann werden wir jetzt mal weitergehen. Dann werden wir zum höchsten Berg des Tals gehen. Vielleicht werden wir Sengrad finden. Da sind zwei Orks. Die Speicher. Da ist ein Drachensnapper, da sind zwei Schattenläufer. Die kommen mir echt gerade umrecht. Nein, nein, nein. Ich starte es neu. Tut mal.